So. Wofür diese Wege sind, das weiß ich ehrlich gesagt aber auch nicht so genau. Deswegen werde ich hier mir mal ganz kurz ein bisschen Weggeld zurückholen. Hier kann man auf jeden Fall nochmal was draus machen. Daraus nicht unbedingt. So, den Weg kann man bis da ungefähr lassen. Gut. Ach, das soll die Wurzeln des Baumes darstellen. Ach, ist ja süß. Ich kann aber gar keine Wurzeln gebrauchen. So, Kickflip ist Gerätschaft Nummer 1. Altersgefühl. Epic Ranger! Vielen Dank für den neuen Sub in Folge, mein Lieber. Danke dir. So, wir bauen das wie gesagt so hin, dass wir möglichst den Ausgang direkt kombinieren können. Ah, ja, perfekt. Nein. I've got balls of steel. Und direkt der nächste Bullshit. Vielen Dank für den 22. Sub-Folge. Endlich wieder den Wolf genießen. Erstmal ein Bier auf, Mann. 22 Monate, das ist der Hammer. Vielen Dank, Bullshit, Mann. Vielen Dank. So, Kickflip wird dann damit auch direkt eröffnet. Kickflip läuft. Kickflip können wir natürlich nicht zum Start so krass teuer machen wie gerade. Wir starten mal mit gemütlichen 8. Das ist ein schönes Szenario. Also das mit dem Baum und der Beleuchtung und dem allem drumherum finde ich ziemlich nice. Könnte hier auch eine geile Bude machen. Aber ich glaube, Essenstech, oder? Mal gucken. Ich bin ein alter Naturbursche. Ach klar. Wir könnten aber auch hier den Hyperspin reinsetzen. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Und dann außenrum den We- Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Weil sie das fantastisch hier kombinieren lässt. Ja. Ich glaube, das mag ich. 1500 haben wir noch. Dafür werden wir... Hallo Ludwig, jetzt werden wir wahrscheinlich... So, die Leute haben ja hier immer... Also ich brauche auf jeden Fall aber erstmal noch Essen. Wir müssen mit was Kleinem anfangen. Märchendorf Imbisskiosk. Ich guck mal ganz kurz, ob das funktionieren würde. Erstmal müssen wir den Laden drehen. Mal gucken, ob mein Plan funktioniert. Oh. Oh, damit mache ich den Weg aber kaputt. Ich dachte, ich könnte den dann einfach so dran setzen, weißt du? Na, ich wollte den Weg damit ja nicht kaputt machen. Okay, warte. Vielleicht kann man da noch was draus machen. Ach, okay. Das ist einfach nur ein riesiger, breiter Weg. Ach, schade. Okay, dann werde ich das benutzen, um was Hübsches zu machen. Dann werde ich hier außenrum einfach die Geschäfte machen. Hallo JBL, grüß dich. Wir fangen jetzt hier mit was Kleinem an. Das ist eigentlich ganz cool, dann sieht der Weg nämlich so breit aus. Tasty. Tasty. Und Märchengetränkestand haben wir auch. Könnte man eventuell so machen. Ist das das Ende der Hütte? Oh, hier ist der Eingang. Huch. So, mal gucken, ob ich es hier ähnlich hinkriege. Das haut, glaube ich, nicht ganz hin. Aber es ist eigentlich ganz witzig. Es sieht aus wie ein Männchen, das die Getränkestände und so, das sind dann so Hände oder so. Es ist schon ganz okay. Es ist ein Energy-Stand.
Energy, $5, XL für 8. Nee. Ups. 7,50. Ein bisschen Eis. Gibt's natürlich auch drauf. Arbeiten tut er drin, der Ronnie Ronston. Läuft bei ihm. So, und beim Chief Beef haben wir einen Burger XL. Ganz ehrlich, ich finde das zu teuer. Skippt. Ketchup. Salat und Käse. Nee, auf dem XL ist alles drauf. Und auf dem normalen machen wir das so. In der Bude arbeitet Zella Savage. Ich finde das so cool, ne? 250 Euro für einen Energy Drink. Es gibt bestimmt so Freaks, die würden das tun in ihrer Sucht. So. Jetzt machen wir ja ein paar Szeneriesachen hin. Damit fangen wir an mit Bänken. Dafür werden wir Palastron. Das sieht. Palastron ist geil. Alter, Palastron machen wir hier. Das ist geil. Das sieht schon mal ziemlich nice aus. Und dann machen wir Holzbänke. Hier so um den Baum. Das ist definitiv hübsch. So. Und natürlich hier auch nicht zu knapp. Das habe ich doch tatsächlich nicht draufgesetzt. Gibt es auch sowas wie einen Fotostand vor dem Baum? Das wäre sehr cool, tatsächlich. Aber ich denke nicht, dass das gibt. So. Damit wir hier schon mal ein paar Bänke haben. Und dann fangen wir auch direkt an mit den Mülleimern. Da werden wir auch so ein Dorfding-Mülleimer nehmen. So, direkt an den Ständen, dann kann sich hier keiner beschweren. Da ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Leute hier wieder überall mit ihrem Müll rumlaufen. Setzen wir da unten auch noch ein paar Mülleimer. Hier vielleicht auch zwei. So, dann schauen wir mal, was wir lichttechnisch alles so haben. Ah, jetzt bin ich halt zum Beispiel voll dabei. Jetzt habe ich da richtig Bock, sowas zu machen. Weil jetzt müssen wir ja auch. Weil jetzt ist das Ganze ja im Szenerie-Ding begriffen. Das ist ja unsere Aufgabe jetzt. Wenn jetzt hier mal ein paar Fackeln setzen, das ist dann bestimmt nachts oder abends ganz cool. Dann hier zu essen, während man auf das Gerät schaut, sage ich mal. Schon ganz cool. Und hier machen wir auch noch zwei hin. Das ist schon mal hübsch. Ob wir eine Achterbahn bauen können, dafür brauchen wir erstmal Geld. Das wird ein bisschen dauern. Hallo Gimli. So. Jetzt schauen wir gleich mal. Jetzt haben wir hier so ein Palastthron-Zeugs gemacht. Was ich halt übelst geil finde. Also hier ist halt das absolute Premium-Paket. Dann brauchen wir aber auch hier was Cooles zum Hinstellen. Requisiten, Statuen, Märchenstatue, bronzener, goldener König. Okay. Dann kommt da der goldene König hin. Und
Und was kann man da dazwischen noch so Schönes machen? Ein Wassertrog? Passt nicht so wirklich, ne? Oha. Was kostet denn das? $24 nur? Das ist ja hübsch. Setzen wir den mal dahin. Schauen wir, ob wir noch irgendwas Cooles machen können. Die zaubernde Hexe, davon haben wir ja schon eine. Schießender Bogenschütze, Narrenritter, fliegende Hexe. Oh, wo ich gerade diesen Torbogen sehe. Kann ich den theoretisch hier hinsetzen? Naja, warum nicht? Was Kleines für den Anfang. Muss man machen. Ah, warte mal. Ist das hier nicht so ein Schild für das, dass es hier... Kann ich das dann da einfach dran setzen? Oh, das ist halt schon ziemlich geil. Okay, das ist schon echt nice gemacht. So, hier ist wenigstens was dran. Hier war nichts dran. Das ist billig. So, vielleicht mache ich das anders hier. Ich glaube, ihn hier werden wir in die Mitte setzen. Er ist ja der König. Und ich glaube, um den König rum machen wir dann einfach seine Narren. Brauchen wir noch einen. Ist doch eigentlich ganz nett. So, wir können jetzt eh noch nicht übertrieben anfangen. Ist kaum Geld mehr, das heißt, wir müssen jetzt erstmal starten. Aber es ist immerhin ein Start. Es ist ein Start. So. Alles geöffnet, okay, und keine speziellen Läden. Ich fange mal an zu speichern. Hoffentlich habe ich noch nicht falsch angefangen. Und servicetechnisch. Toiletten sollten eigentlich schon drin sein und die sind alle übelst teuer. So, das Toilettenhaus, würde ich sagen, machen wir dann dahin. Selbstverständlich, sobald wir dafür erst die Kohle haben. Das dürfte ein bisschen dauern, oder? $600 irgendwas. Die Leute laufen da schon mal runter. Das ist ganz praktisch. Wolf, du hast mit 2012 versprochen, Assassin's Creed mal zu spielen. Ja. Ich halte mein Versprechen doch. Ich werde nicht übermorgen aufhören, für euch zu streamen. Es Karriere. Schmalinator, genau. Das ist jetzt gerade die zweite Szenerie, die Märchenszenerie. Die ersten Leute sind hier schon ordentlich unterwegs. Hier wird auch noch ein bisschen Geld verdient. Also wir haben drei Stationen zum Geld verdienen, inklusive Eintritt natürlich. Wir müssen den Leuten mal einen Grund geben, dass sie hier lang gehen. Okay, das heißt natürlich, dass wir auch da wieder Geld brauchen. Was läuft denn ganz gut? Hammer Swing ging so. Teacups, glaube ich, geht immer recht gut, oder? Teacups? Aus irgendeinem Grund läuft das. So, das heißt, wir müssen jetzt hier ein klein bisschen warten. In der Zeit kann ich aber den Weg schon mal bauen.
So, dann haben die vielleicht, gehen die, oh, da kommen gut Leute, das ist gut. Dann haben die vielleicht hier einen Grund, schon mal runterzulaufen. Ansonsten, wenn wir da eine Attraktion hinbauen, hier eine Attraktion, das Ganze mit den Wegen verbinden, dann müssen wir den Park nur befüllen. Assassin's Creed ist für 2028 geplant. Kann sein. Das ist jetzt, gehen die da, weil die da jetzt eine Verbindung bekommen haben. Das ist schon ganz wichtig. Was haben wir gesagt? Bauen wir als nächstes Teacups. $900. Dann schauen wir mal, dass wir die schnell holen. Bevor Wolf Assassin's Creed bringt, wird Schalke deutscher Meister. Das glaube ich nicht. Das ist ein komplett neues Spielgame hier. So, gleich haben wir die 900. Bin ich einen Ticken zu langsam gewesen. Na komm. Gib mir die 900. Na, komm schon. $16. $11. $20. $4. Komm schon. There we go. So, den Ausgang platzieren wir dahin. Weil wir hier wegetechnisch ja dann die Verbindung... Alter, nicht genügend Geld, really. Nach da drüben machen. Gleichzeitig bauen wir aber hier erstmal den Ausgang hin. Und bitte, wenn es geht, auch noch den Eingang. Teacups läuft meines Erachtens immer recht gut. Ja, komm, gib mir die paar Dollar. Vielleicht muss ich gleich einen Kredit aufnehmen oder so. Sehr schön. So, alle dürfen den Teacups für $5. Ist das hoffentlich in Ordnung? Nein, die sollen jetzt erstmal bezahlen. Das ist $4. Hier ist die Schlange noch nicht lang genug. Und hier geht's eigentlich auch. Dignor, vielen Dank für deinen zweiten Sub in Folge, mein Lieber. Danke dir. So, dann würde ich hier als nächstes eine Attraktion bauen. Das wäre dann das hier. Naja, ich glaube, das passt nicht so ganz. Kickflip Cube. Cube könnte klappen. Roktopus. Roktopus ging auch. Psychola ging immer mega, ne? Ich glaube, wir werden dann hier einen Psychola hinsetzen. Da brauchen wir aber erstmal ordentlich Asche. Szeneriebewertung von 88. Das sollte kein Problem sein, da auf etwas mehr zu kommen. Ah, wir haben noch keine Angestellten, ne? Scheiße. Nee. Wow, was ist denn da unten los? Was geht denn mit der? Gleich mal auf 5 erhöhen. Alles klar, hier ist was los. Ein Techniker. Ja, man braucht immer einen Techniker. So, macht immer euren Job. So. Dann schauen wir uns. Wir schauen uns mal ein bisschen um in der Zeit, was wir hier alles so haben. Ich glaube, ich werde hier relativ viel Naturzeug machen. Kunstformen darf ich hier nicht nutzen, offensichtlich. Jonglieren danach. Das ist ja süß.
Hey, warum bleibst du nicht unten? So, der jonglierende Narr passt da unten zumindest schon mal ganz gut hin. Denn ich hier denke, ich werde ich einfach ein paar Bäume machen. Weil das halt hier so die... die Naturecke ist, sage ich mal. Kann die auch alle anheben und so, wie ich lustig bin, ne? Das ist cool. So, dann haben die hier ein bisschen... bisschen was zu gucken. Boah, ist das ein Riesenbaum. So, wir bringen quasi ein bisschen Natur mit. Wir werden es natürlich aber auch nicht übertreiben. So. Bei Kickflip, da schauen wir auch, dass wir gleich noch was Cooles bauen. Requisiten. Animatronik. Wie läuft denn das mit der fliegenden Hexe? Kann ich die fliegende Hexe theoretisch an das Ding ranbauen? Ja? Also nee, nicht so wirklich. Ich kann sie einfach nur in die Luft setzen. Okay, naja, ich probiere jetzt hier gerade einfach noch mal ein bisschen rum. Hier haben wir einen marschierenden Ritter. Ich würde sagen, lass mal hier einen Ritter rumlaufen, oder? Schlafender Drache 250. Krass, hier ist übelst was, Alter. Ja, was soll's. Setzen wir hier noch einen Drachen hin. Das Ding erhöhen wir mal, aber Safe Call auf 6. Geht ja gar nicht. Hey, Bedorabo, grüß dich. Hier läuft aber alles. Hier sind ein paar Leute. Es geht hier 5. Na, das ist in Ordnung. So, was waren hier die Aufgaben? 4000 Gewinn wieder oder was? Nee, Szenerie, Parkwert, 3000, okay. Und schon mal erstmal, dass wir 3000 verdienen. Szeneriebewertung auf 90. Also es gab gerade 2 Punkte quasi. Aber mit dem Teil fahren die ja offensichtlich ziemlich gerne hier. Müssen die Leute halt jetzt noch alle... nach da quetschen, die biegen hier alle schon ab, weil halt hier dann Fressbuden und das Zeug ist. Dann müsste man ihnen eigentlich hier noch eine schöne Attraktion bieten. Brauchen ja auch eh eine Achterbahn, ne? Gibt's da vorgefertigte? Ja, die High Seas für 6000. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir uns das leisten können. Das kostet 7000, also ich wäre auf jeden Fall mal dafür, dass wir Psychola als nächstes, oder? Und doch, Hammers, oh, das ist zu groß für hier. Psychola lief halt bisher echt gut. Immer. Also hier kann ich das offensichtlich hinsetzen. Dann schauen wir mal, dass wir es ein bisschen beschleunigen. Hast du schon Motorsportmanager gespielt? Nee, nee, Rock. Das wäre auch, glaube ich, denke ich, nichts für mich. Ich habe zwar früher ganz gerne... Motorsportspiele, wenn man das mal so sagen kann, gespielt, aber ein Manager hatte ich jetzt nicht so wirklich Interesse dran. So, mal gucken, ob wir auf die 1600 kommen. Das wäre sehr, sehr geil.
Sollte eigentlich klappen. Dürfen halt immer nicht zu viel vorspulen. Ansonsten kriegen wir Probleme, das haben wir in der Piratenbucht gesehen. Gönn dir, Banani. Komm schon, 1,6 brauchen wir. Okay. Oh, wie viel kostet das? Komm, wir machen noch schnell auf 1,6. Gib ihm. Komm, keine halben Sachen. Nicht Geld verlieren. Ah, ich kratzen die jetzt. Kostet das nicht 1,6? Was kostet 1,76? Oh, come on. Ich sehe schon, ich muss gleich nochmal irgendwo was teurer machen. 1,76, gleich haben wir's. 1,74. Jetzt. So, Psychola wird hoffentlich genauso gut laufen wie in der Piratenbucht gleich. Und wir wollen den Leuten einen Grund geben, da wieder lang zu laufen. So, testen das erstmal. Oh, das Gelände ist... Oh, shit. Jetzt sehe ich es auch erst. Ah, warte, Psychola. Ich muss dich ein bisschen nach oben bauen. So? Klappt das so? Sieht komisch aus, aber... Aber funktioniert. Okay, so, die Kombination steht. Wir öffnen das. Und dann können wir vom normalen Weg her... wieder rüberbauen. So. Psychola kostet 6 Dollar. Das lassen wir erstmal so. Die Leute sollen jetzt erstmal einen Anreiz haben, da überhaupt hinzugehen, ne? Ach, der Hirte ist da. BB Chris. So. Ich habe das Gefühl, ich kann das hier nochmal höher machen. Die feiern das Ding ja scheinbar übel. Kickflip sieht mir zu rasant aus. Ich weiß nicht, was für Leute hier laufen. Und wir müssen... Naja, wir müssen ihnen keinen Grund geben, hier hinzulaufen. Theoretisch nützt uns nicht. Wäre nur theoretisch natürlich schön. Wenn auch hier noch was los wäre. Aber wir werden ihnen einen Grund geben, da lang zu laufen. So, wow, die Fressbuden sind ordentlich in Betrieb. Dann werden wir doch gleich mal da hinten, damit die Leute da noch hingehen, auch noch gleich zwei hinbauen. Dafür haben wir nicht wirklich die Kohle. Schauen wir mal. Chief Beef Sci-Fi, Planet Coaster, Imbiss. Ich glaube, wir werden hier sowas Simples nehmen. Hier im Planet Coaster, Imbiss. Und Planet Coaster Getränke wäre auch noch ganz nice. Na komm. So. Oh, das ist sogar relativ groß. So, ist nicht das Hübscheste, aber was soll's. So,